Ja, ich bin die Gertraude Eck. Ich bin die Geschäftsführerin des AWO Regionalverbandes Südwestthüringen e.V. und der Förderverein Wartburg Region ist bei uns Mitglied. Der Förderverein Wartburg Region ist insofern was Besonderes neben den anderen, weil er nicht nur für eine Einrichtung, sondern für mehrere AWO-Einrichtungen im Wartburgkreis zuständig ist. Also der Kindergarten am Amrischen Rasen in Eisenach ist auf uns zugekommen mit der Idee, einen Bauwagen anzuschaffen und der ist natürlich sehr teuer und wir haben gesagt, okay, wir gucken einfach, dass wir sie unterstützen können. Wir haben einen Antrag gestellt und es hat funktioniert, es hat geklappt. Wir haben Gelder bereitstellen können und das freut uns natürlich sehr. Der AWO Regionalverband ist bestrebt, Fördervereine zu gründen und zu unterstützen, weil das für den Verband natürlich eine Erweiterung bringt. Wir haben da mehr Mitglieder, dadurch auch mehr Einfluss auf den sozialpolitischen Bereich oder AWO intern. Des Weiteren ist es ein Gewinn natürlich für die Menschen, die von der Arbeit profitieren. In dem Fall sind es hier die Eltern von der Kindertagesstätte, in besonderer Weise natürlich die Kinder. Und alle, die sich an so einem Ehrenamtsprojekt beteiligen, die haben auch wieder einen Gewinn, nämlich sie tun was für sich selbst, sie tun was für ihr Selbstwertgefühl, sie bauen soziale Kontakte auf, die sie vielleicht sonst gar nicht hätten. Ja, also ich sehe meine Aufgabe darin, den Förderverein einfach noch ein bisschen mehr vorzustellen. Ich möchte gern, dass wir noch mehr Mitglieder bekommen. Also Netzwerkarbeit ist ganz, ganz wichtig. Viele Leute dafür zu gewinnen, einfach mitzuarbeiten, mitzuwirken, das sehe ich einfach so als die nächste Aufgabe an. Von Herzen AWO!